guten Tag. Ihr seht's schon, ich bin wieder in meiner Heimat. Na gut, und man sieht's nicht. Auf jeden Fall bin ich wieder im Osten. Und zwar habe ich jetzt endlich mal die Möglichkeit bekommen, mich auch mal selber zu filmen. Dank Canon. Die haben mir nämlich eine 80D-Kamera ausgeliehen für 4 Wochen. Das ist nämlich ein Leihvertrag mit einem 10 bis 18 mm Objektiv. Wo es auch einfacher geht, sich mal selber aufzunehmen. Und ja, das habe ich jetzt für 4 Wochen. Da werde ich jetzt alles geben, werde ein paar Videos drehen. Und zwar heute will ich euch nämlich was über mein Motorrad erzählen. Und zwar haben sich das ja viele gewünscht, dass ich mal erzähle, was ich daran umgebaut habe, was jetzt demnächst schon alles kommt. Ich kriege jetzt auch ein neues Dekor. Bin ich selber gespannt, wie das in echt aussieht. Ich kann euch schon mal sagen, es wird komplett anders. Auf jeden Fall wird es mehr schwarz aussehen. Und ja, weiteres erzähle ich dann später. Ich würde sagen, wir laden es erstmal ab, oder? So. Es klemmt! Das muss jetzt nicht so aufnehmen. Hätte ich mal putzen können, aber für heute reicht's. So. Abgeladen ist sie. Ich würde sagen, wir suchen uns noch eine schönere Location, oder? Auf alle Fälle, ja. Ja, dann bis gleich. Wir haben uns hier eine schöne Location rausgesucht. Ist eigentlich ganz geil für ein paar Bilder. Was ich euch auf jeden Fall noch erzählen wollte, ich konnte jetzt mal richtig diesen Reifen von Dunlop testen. Das ist ja der Sportsmart TT. Ich bin ja davor wirklich kaum irgendwie Kurven gefahren. Ich bin ja wirklich eigentlich nur so auf einem Spot gefahren, um da ein bisschen meine Willis zu üben, Stoppies, was auch immer. Und dementsprechend sah dann auch mein Reifen aus, nämlich viereckig. Deswegen war es ganz cool, da mal mit einem neuen Reifen auf jeden Fall mal ein paar Kurven zu fahren. Ich weiß nicht, vielleicht kenne ich manche noch aus der 125er Zeit mit meiner WRX. Mit der konnte ich ja sogar Fußraste schleifen. Mal gucken, wann das bei der hier passieren wird. Ich denke, das wird dann hoch. Das wird dann dauern. Denn das ist ja alles schon ein bisschen höher, auch die Fußrasten. Auf jeden Fall bin ich schon stolz auf mich. Ich hatte jetzt vielleicht so einen Angststreifen. Ist jetzt nicht ganz so groß. Und ich denke, für den Anfang ist das echt gut. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass der gar nicht so lange braucht, dass der richtig warm ist, der Reifen. Und auch wenn man das Motorrad jetzt abgestellt hat, ist der wirklich noch relativ lang warm. Und somit hatte ich halt schon so diese Sicherheit in den Kurven, dass der auch wirklich, also dass ich wusste, dass der richtig auf der Straße haftet und dass ich jetzt keine Angst haben muss, dass ich da irgendwie wegrutsche. Mit dem bin ich außerdem auch im Regen gefahren. Da habe ich schon gemerkt, naja, da rutsche ich schon immer mal weg, aber ist trotzdem akzeptabel. Von daher ist das wirklich ein richtig geiler Reifen. Kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Und ja, was ich eigentlich erzählen wollte, Umbau, Motorrad. Ja, wie man vielleicht unschwer erkennen kann, das Dekor, das habe ich verändert. Nicht dieses Standard-Orangene, das wollte ich nicht haben. Natürlich die Felgen, die finde ich auch richtig geil. Das ist halt nicht hier so dieses Standard-Orangene von der SMC. Das glänzt halt schon noch mal mehr. Dazu diese geile große Bremsscheibe, das ist eine 320er, mit einem Bremssatteladapter von Moto Master. Genau. Dann natürlich eine härtere Gabel. Supermoto-Gabel, die ist unten DLC beschichtet. Die ist nämlich ganz schwarz. Das sieht auch richtig edel aus, finde ich. Und gleich hier sieht man nämlich kaum Mini-LED-Blinker. Oder? Die sind cool, ne? Die sind wirklich fast so gut wie gar nicht sichtbar. Ja, das ist richtig cool. Und vor allem haben die auch eine Zulassung. Das ist halt wirklich das Geil. Habe ich auch hier hinten. Ich glaube, die waren noch gar nicht so teuer. Die lagen, glaube ich, bei 20 Euro pro Stück. Sieht man kaum. Ja. Dann, komm mal rum. Was auch viele nicht wissen, dass ich einen FMF-Auspuff habe. Ist halt wirklich richtig unscheinbar. Klingt richtig gut mit dB-Killer. Ist jetzt auch nicht irgendwie nervig laut oder so. Ist halt wirklich perfekt, finde ich. Ja, natürlich dann Kleinigkeiten wie orangene Fußrasten. Griffe muss ich auf jeden Fall nochmal ändern. Da wollte ich mir hier Handguards dran bauen. Habe ich irgendwie bis heute nicht gemacht. Sieht natürlich dementsprechend doof aus mit dem Loch hier. Und dann, jetzt kommt das Allerschönste. Meine Rückspiegel.
Ja, gut, da werde ich mir wahrscheinlich auch nochmal andere holen, die dann hier unten hängen. Sind halt ziemlich praktisch, da man die einklappen kann und dann stören die nicht auf Bildern oder so. Dann habe ich eine andere Sitzbank, die ist allerdings vom Vorbesitzer noch. Die ist halt wirklich geil, weil man da echt nicht irgendwie wegrutschen kann. Allerdings ist die wirklich sehr hart und da macht es jetzt nicht Spaß, so übelst große Touren zu fahren. Ja, was habe ich noch geändert? Fällt mir jetzt so gar nichts mehr ein. Demnächst kommt halt, wie gesagt, das neue Dekor. Das werde ich, denke, so in 2-3 Wochen bekommen, weil ich dann dran bauen werde. Dazu gibt es dann auch noch mal ein Bikeborn. Und ja, ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder vielleicht auch Vorschläge, was ich noch ändern könnte, könnt ihr es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ansonsten würde ich sagen, blende ich einfach mal noch ein paar geile Bilder ein. Macht's gut! Searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly. Mann, jetzt kommt hier der Förster. Ich hoffe, es gibt jetzt keinen Stress. So, Moped ist verkauft. Ich habe mir jetzt diese Simme geholt. Sagt er, ist gut. Ich habe mir gedacht, EXC ist mir jetzt doch zu ruppig und zu gefährlich. Da bleibe ich doch lieber bei Simson. Oder? Ah, ja. Nee. Da ist sie ja noch.